Herzlich willkommen zu meinem Sonntagswort heute am Osterfest. Im Evangelium am Ostersonntag, da hören wir von den Menschen, die zum Grab gehen und gucken, was da geschehen ist. Da ist eine Bewegung drin, da ist Aufbruch drin. Ich möchte euch heute einladen zu schauen, wo brecht ihr vielleicht manchmal zu Dingen auf? Wo ist bei euch Bewegung im Leben? Oder wo schenkt ihr vielleicht anderen Leuten auch etwas Bewegung? Gute Gedanken dazu euch heute am Osterfest und wie immer euch den Segen Gottes, den Segen des Auferstandenen, den Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch allen frohe und gesegnete Ostern.